Ja, und dann wollen wir auf so einen Energieträger setzen, bei dem wir wieder in massive Abhängigkeiten gehen. Sorry, aber das ist ein kleiner Pups dagegen. Wir diskutieren jetzt wieder darüber, nach dem Motto, ja, wieso schaffen wir das nicht bis 2030 und wieso steht da idealerweise und bla 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 bla. Da gibt es dann andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ob das tatsächlich bis 2030 machbar ist, ich wage das zu bezweifeln. Und damit wäre sogar die Erdgasverstromung 2,5-mal klimaschädlicher. Das können wir ja nicht einfach so wegwischen. Und bevor mir jetzt Greenpeace und BUND und wahrscheinlich gefühlt 1000 Bürgerinitiativen, die sich seit Jahrzehnten gegen die Nutzung von Kohlestrom engagieren und das mit einem hohen persönlichen Aufwand tun und vor dem ich unendlich viel Respekt habe, möchte ich sagen, dieses Video soll einfach mal versuchen, nochmal in aller Ruhe irgendwie darüber nachzudenken, worüber wir eigentlich sprechen. Und es soll auch versuchen, ein bisschen mehr Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen. Okay, das war genug der Vorrede. Lasst uns loslegen. Ja, Kohlestrom ist natürlich ein Wahnsinnsaufreger-Thema und überall und ja, an allen Ecken und Enden wird das Thema Kohlestrom diskutiert und ist diskutiert worden. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit langer, langer Zeit. Ja, wo fängt man an? Vielleicht fängt man erstmal dabei an, sich mal ehrlich zu machen und anzuerkennen, dass wahrscheinlich keine Form der Energieerzeugung, die wir aktuell auf diesem Planeten nutzen, frei ist von irgendeiner Umweltbelastung. Das heißt also, egal ob wir fossile Energien nehmen oder ob wir nukleare Energien nehmen, hier sind die Umweltbelastungen relativ klar. Und die Risiken natürlich auch. Aber auch wenn wir die erneuerbaren Energien anschauen, dann haben wir es hier natürlich auch mit Umweltbelastungen zu tun, denn kein Solarmodul und kein Windrad fällt vom Himmel oder erzeugt sich von selbst ohne Energie. Ja, bei Solarmodulen aus China mussten wir sogar neulich lesen, dass der Verdacht besteht, dass die bei einigen Herstellern mit Zwangsarbeitern hergestellt werden, was natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Das müssen wir erstmal hinnehmen und auch das schönste Laufwasserkraftwerk in Südwestdeutschland oder Wasserkraftwerk in Österreich, alles das ist auch mit Umwelteingriffen verbunden. Und auch wenn ich selber zum Beispiel ein großer Fan von Windenergie bin, dann ist mir auch klar, auch das ist mit Umwelteingriffen vorhanden und irgendwann müssen die Dinge auch mal wieder entsorgt werden. Und auch das ist natürlich nicht frei von Umweltbelastungen. Also wir müssen einfach mal anerkennen, dass jede Form der Energiebereitstellung, wenn wir denn Energie nutzen und haben wollen, dann müssen wir anerkennen, dass nichts davon frei ist von irgendeiner Art von Umweltbelastung, sozialer oder auch ethischer Belastung im Hintergrund, die wir meistens aber eben nicht direkt sehen. Das Zweite, was wir uns mal angucken müssen, ist, was haben wir denn eigentlich beim Thema Braunkohleausstieg für einen Fahrplan? Oder was haben wir eigentlich für zwei Fahrpläne, muss man ja schon inzwischen fast sagen. Da haben wir also auf der einen Seite den Fahrplan aus der Kohlekommission, der gesagt hat, dass bis Ende 2038 das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gegangen sein soll. Das bedeutet allerdings auch, muss man auch anerkennen, dass der Kohleausstieg ja schon längst im Gang ist. Das heißt, es sind ja auch schon Kraftwerksblöcke abgeschaltet worden. Es werden auch im nächsten Jahr wieder Kraftwerksblöcke abgeschaltet werden. Bisschen stufenmäßig geht das bis 2038 weiter. Und in der Kohlekommission wurde damals festgelegt, dass zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten immer wieder gucken möchte und prüfen möchte, ob man diesen Ausstieg nicht auch bis 2035 schon durchziehen kann. 2038 ist also wirklich das letzte Datum, was man dort reingeschrieben hat. Und es ist eben, wie gesagt, nicht so, dass bis dahin alle Kraftwerke weiterlaufen, sondern dass die Kraftwerke nach und nach sukzessive abgeschaltet werden. Jetzt haben wir im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht drin, dass idealerweise bis 2030 der Kohleausstieg schon durchgezogen sein soll. Und daran haben sich jetzt viele, viele Leute aufgeregt und abgerieben und haben gesagt, das idealerweise, das geht nicht und was heißt denn das? Und das ist schwammig. Ich kann das irgendwo verstehen, wenn man das sagt, aber auf der anderen Seite müssen wir doch mal realistisch hingehen und sagen, ist denn ein Kohleausstieg bis 2030 wirklich tatsächlich technisch machbar? Also kriegen wir das wirklich hin? Und dazu verweise ich mal auf die hervorragende Studie vom Team von Volker Quaschning von der
von der HTW, der in seiner Studie, wir blenden das mal ein und wir haben natürlich auch alles irgendwie oder versucht, alles zu verlinken, dargelegt hat, sehr, sehr gut dargelegt und begründet hat, was wir für einen massiven Hochlauf alleine beim Ausbau der Photovoltaik in Deutschland brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Also bis spätestens 2035 klimaneutral zu werden, eher sogar noch schneller. Das ist ein massiver Hochlauf beim Ausbau nur der Photovoltaik. Dazu braucht es Material, dazu braucht es Fachkräfte. Ich sehe ja selber, wie schwierig es zum Teil jetzt schon ist, Material zu bekommen in dem Bereich. Noch geht es, aber wer weiß, wie es nächstes oder übernächstes Jahr ist. Und natürlich ist damit auch verbunden die ganzen Genehmigungsverfahren und Zulassungsverfahren und die Verfahren beim Netzbetreiber und so weiter, alles viel, viel schneller hinzukriegen, als es bisher läuft. Bisher warten ja die Kunden zum Teil wochenlang darauf, dass sie einen neuen Stromzähler bekommen. Und das können wir ja nicht einfach so wegwischen, sondern das sind ja realistische Probleme, die wir haben, mit denen wir umzugehen haben. Und wir reden ja hier nur über die Photovoltaik und haben den ganzen Problemkreis beim massiven Ausbau der Windenergie, bei der ja auch eine Menge Gegenwind herrscht, ja noch gar nicht irgendwie hier jetzt angesprochen. Das ist ja auch noch. Also ob das tatsächlich bis 2030 machbar ist, dass es nötig ist, ist überhaupt gar keine Frage. Aber ob es wirklich machbar ist, dazu müssten wir ja alle Bremsen lösen, Materialverfügbarkeit problemlos haben, Fachkräfte haben ohne Ende. Ich wage das zu bezweifeln. Nehmt es mir nicht übel. Ich wage das wirklich zu bezweifeln. Und ich würde mal sagen, positiv gesehen, wenn sich wirklich alle in den Hintern treten und von morgens bis abends quasi gebaut und gemacht und getan wird, dann würde man es vielleicht da schaffen, 2032, 2033 irgendwie so in dem Dreh. Wenn wir jetzt aber mal einfach mal gucken, was ist denn beschlossen gewesen in diesem alten Kohleausstiegsplan, also dieses Auslaufen lassen, Abschalten lassen über die Jahre hinweg und das vielleicht bis 2035. Und jetzt sagt, na gut, wenn wir uns also jetzt noch mehr in den Hintern treten, dann schaffen wir es vielleicht bis 2032, 2033, dann ist ja da gar nicht mehr so ein riesen Gap irgendwie dazwischen. Mir ist klar, dass jede Kilowattstunde zählt und dass jedes Gramm CO2 zählt, aber letztlich gesehen, auch wenn man es mal wirklich mal vom globalen Hintergrund sieht, auch dazu haben wir hier eine Webseite, die ich gefunden habe, die mal die Kohlenutzung und Planung und so weiter mal global betrachtet, dann ist dieser Unterschied, ob wir das jetzt 2032, 33 schaffen oder 2035, 36 schaffen, sorry, aber das ist ein kleiner Pups dagegen. Das macht dann wirklich nichts mehr aus. Also das ist dann wirklich, wo man sagt, also da gibt es dann andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen, Gebäudesanierung und Verbrennungsmotor und so weiter und so fort. Aber da müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt uns zumindest gesellschaftlich in riesige Diskussionen kommen, weil das ist nämlich genau das, was jetzt passiert. Wir diskutieren jetzt wieder darüber nach dem Motto, ja, wieso schaffen wir das nicht bis 2030 und wieso steht da idealerweise und bla 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 bla. Und warum sagt man nicht einfach, okay, lass doch diesen Kohlekompromiss stehen, der ist an sich nicht optimal. Aber wir haben einen Kompromiss, an den sich alle halten. Und es ist ja vereinbart worden, zu gucken, ob wir das nicht schneller schaffen. Und darauf kann man sich doch einschießen. Und dann soll doch bitte jetzt die Regierung alles dafür tun, dass wir es auch schneller schaffen und nicht diese Büchse der Pandora wieder aufmachen, sodass wir wieder in gesellschaftliche Diskussionen kommen, die uns davon abhalten, das zu tun, was eigentlich nötig ist, nämlich ranzuklotzen. So, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, wenn wir uns jetzt mal die Pläne angucken, dann steht ja da eindeutig drin, das Abschalten der Kohlekraftwerke muss zeitweise zumindest kompensiert werden mit einem Hochlauf der Verstromung von Erdgas. Und die Verstromung von Erdgas ist ja so viel umweltfreundlicher als die Verstromung von Kohle. Das ist aber auch nur auf den ersten Blick richtig. Denn wenn wir uns das Ganze mal komplett angucken, dann stellen wir fest, dass die Verstromung von Erdgas auch nicht so umweltfreundlich ist, wie es vermittelt wird. Da sind ja nicht nur die Emissionen, die bei der eigentlichen Verbrennung von Erdgas entstehen. Das sind pro Kilowattstunde Strom in einem effizienten Gaskraftwerk entstehen ungefähr 400, ich habe es mir rausgeschrieben, von der Webseite von Volker Quaschning, ungefähr 402 Gramm CO2 pro Kilowattstunde elektrisch, die da erzeugt wird. Bei Braunkohle ist es natürlich deutlich mehr, das ist knapp 1100. Bei einem halbwegs effizienten Braunkohlekraftwerk so bei um die 1000 ungefähr. Also da ist schon ein Riesengap. Aber das ist es ja nicht alleine. Denn
Das ist ja zum Beispiel der Eigenverbrauch der Kraftwerke, der mit reinberechnet werden muss. Da ist der, und da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob das da schon mit drin ist. Vielleicht kann mich jemand mal aufklären, ob das da schon in dieser Zahl 402 mit eingerechnet ist. Auf jeden Fall aber haben wir die Vorkette. Das heißt, die ganzen Emissionen, die auftreten von der Förderung über den Transport des Erdgases bis zu uns. Und das Erdgas wird ja über Tausende von Kilometer weit transportiert. Es sind ja riesige Pipelines über den halben Kontinent, die sich da erstrecken, bis 7000 Kilometer weit. Was da an Zusatzenergie reingepumpt werden muss, damit das Erdgas verdichtet bleibt und transportiert werden kann, das sind ja riesige Mengen an Energie, die da aufgewandt werden. Und Quellen sprechen also von bis zu 10% zusätzlichem Aufwand für Eigenverbrauch und Transport. Dann wären wir also schon bei 402 Gramm plus 40,2 Gramm, dann sind wir schon bei knapp 440 Gramm, die wir dann schon sind. Und dann kommen noch die CH4-Leckagen dazu. Also das ist das, wo das Erdgas, so wie es ist, unverbrannt in die Atmosphäre gerät. Und CH4, das habt ihr sicherlich schon gehört, ist massiv klimawirksam. Wenn wir die gleiche Menge CO2 und CH4 nebeneinander stellen, dann ist CH4 um Größenordnungen klimaschädlicher als CO2. CH4 baut sich zwar in der Atmosphäre in unter 100 Jahren wieder ab, aber die Zeit, die wir jetzt im Moment noch zur Verfügung haben, um den Klimawandel einigermaßen noch aufzuhalten, das ist ja viel weniger als diese Zeit. Das heißt, alles, was an Methan jetzt in die Atmosphäre gelangt, auf diesem Weg vom Bohrloch bis zu uns, das ist so dermaßen klimawirksam, dass es ja auch auf der COP26 jetzt dazu einen extra Beschluss gab. Aber wenn nur 3% des transportierten Erdgases über diese Leckagen in die Atmosphäre gelangen, dann sind wir bereits bei, und diesen Zahl habe ich auch von Volker Quaschnings Website, sind wir bereits bei über 800 Gramm CO2-Äquivalente für eine Kilowattstunde Strom, die in so einem Gaskraftwerk nachher erzeugt wird. Das heißt, da ist der Unterschied zwischen diesem Wert und dem Braunkohlewert, der ist ja gar nicht mehr so groß. Also der ist zwar da, aber der ist ja gar nicht mehr so riesengroß, wie es am Anfang den Anschein gemacht hat. Ja, also wir reden hier irgendwo so einem Wert, Kohle auf der einen Seite so um die 1000, 1100 und beim Erdgas, da reden wir ungefähr mit den Leckagen und dem Eigenverbrauch sind wir schon bei etwas über 800. Und jetzt habe ich aber auch Quellen gefunden, die davon ausgehen, dass die CH4-Leckagen bei bis zu 10% liegen und damit wäre sogar die Erdgasverstromung 2,5-mal klimaschädlicher als die Verstromung von Braunkohle. Keep that in mind, wenn wir darüber sprechen. Weiter geht's. Jetzt kommt die Politik ein bisschen ins Spiel. Deutschland ist abhängig von Erdgasimporten. Und das meiste Erdgas, was wir importieren, stammt nun mal aus Russland. Und damit ist Deutschland massiv abhängig von den Erdgaslieferern aus Russland. Und was im Moment am weltweiten Energiemarkt los ist, das können wir ja alle beobachten. Da brauchen wir ja uns nur unsere Stromanpassungsschreiben und Gaspreisanpassungsschreiben ranzugucken, die wir alle sicherlich in den letzten Tagen in den Briefkästen hatten. Und das alles hängt am Gaspreis. Und Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Russland ist da mit Sicherheit zumindest nicht unschuldig daran, dass wir diese massiven Gaspreissteigerungen im Moment haben. Und so wie nun mal unser Strommarkt aufgemacht ist, das heißt, das letzte Kraftwerk bestimmt den Preis und die letzten Kraftwerke für die letzte Leistung, die noch ins Netz eingespeist werden muss, das sind nun mal Gaskraftwerke, die bestimmen den Preis. Und wenn da jemand am Preis dreht und an der Verfügbarkeit dreht, dann müssen wir uns nicht wundern und dann ist es irgendwo ein Stück weit Erpressung und ein Stück weit Beeinflussung und ein Stück weit Politik, die da mit reinspielt. Vielleicht sogar nicht nur ein Stück, sondern eine ganze Menge. Und dann wollen wir auf so einen Energieträger setzen, bei dem wir wieder in massive Abhängigkeiten gehen. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig klasse finde. Insbesondere, wenn wir dann auch noch überlegen, wohin denn unsere ganzen Milliarden, die wir dann für das Erdgas ausgeben werden, wo die eigentlich hinwandern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in Russland alle in die Modernisierung von Kindergärten, Schulen und Spielplätzen gehen, sondern da wird mit Sicherheit ein großer Teil auch schlicht in militärische Geschichten gehen. Und was Russland militärisch macht, das haben wir in den letzten paar Jahren ja gesehen. Und da sehen wir vielleicht auch demnächst wieder in der Ukraine. Da kocht es ja auch schon wieder ziemlich hoch. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut finde. Und wenn ich dann mir noch angucke, dass Russland neulich diese UN-Resolution verweigert hat, in der es darum ging, den Klimawandel als sicherheitsrelevantes Thema anzuerkennen, dann frage ich mich, ob Russland so ein toller Partner ist und ob wir uns da nicht eigentlich in eine Situation hineinmanövrieren, wo wir uns nach ein paar Jahren sagen, hätten wir das mal nicht gemacht.
Also diese ganze politische Geschichte, die kommt ja noch mit dazu. Also ich habe schon gesagt, Erdgas ist nicht so wahnsinnig umweltfreundlich, wie wir immer alle glauben. Die Politik haben wir mit reingebracht. Vielleicht sollte man auch noch ergänzen an der Stelle die lokalen Auswirkungen der ganzen Geschichte. Fangen wir mal ein bisschen leicht an. Die Braunkohlekraftwerke, zumindest in Ostdeutschland, erzeugen nicht nur Strom, sondern auch Fernwärme. Das heißt, Hunderte zum Beispiel an Wohnungen werden mit Wärme aus diesen Kraftwerken versorgt. Wenn ich jetzt diese Kraftwerke abschalten will, dann muss ich natürlich gleichzeitig dafür sorgen, dass da irgendwie anders die Wärme entsteht. Und wenn ich das jetzt ad hoc machen würde, mal hoppla hopp machen würde, dann müsste ich wahrscheinlich überall Gasheizungen einbauen. Damit hätten wir, das haben wir eben besprochen, umwelttechnisch gar nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Vielleicht ist es sogar nur noch schlimmer gemacht, als es sowieso schon ist. Das heißt also, wir müssen doch überhaupt erstmal Wege finden, tatsächlich auch technisch die Braunkohleverstromung und die Wärmegewinnung aus den Braunkohlekraftwerken zu ersetzen. Das heißt, wir müssen dort vor Ort dafür sorgen, dass die Gebäude optimal gedämmt werden und dass die mit möglichst CO2-neutraler Wärme versorgt werden. Also das könnten dann zum Beispiel Großwärmepumpen sein, das könnten lokale Solarthermieanlagen sein, Geothermie-Wärmeanlagen sein, Wärmerückgewinnung aus der Industrie, aus dem Abwasser und so weiter, bis hin zu Passivhäusern, die gar keine Heizung mehr brauchen. Das muss aber alles erstmal gemacht werden. Und solange das nicht da ist, können wir auch die Leute ja nicht schlicht und ergreifend im Kalten sitzen lassen. Ja, das bringt ja dann irgendwie auch wieder nichts. Also lasst uns, das muss man sitzen. Übrigens, das sollte man vielleicht mal mit einberechnen oder einfach mal mit bedenken, dass diese Wärmelieferung natürlich letztlich auch dafür sorgt, dass man die CO2-Emissionen aus den Braunkohlekraftwerken natürlich um diesen Faktor eigentlich erniedrigen muss. So macht man das ja bei Gas- und Dampfkraftwerken, also bei Erdgas-, GUD-Kraftwerken genauso, dass man also auf der einen Seite sagt, hier die und die CO2-Emissionen entstehen bei der Verbrennung, aber auf der anderen Seite werden CO2-Emissionen eingespart, weil das Kraftwerk ja nicht nur Strom, sondern auch Wärme liefert. Das kann man dann wieder abziehen. Da kommt man sogar bei einigen Dingen sogar auf negative Emissionen und das muss man letztlich den Braunkohlekraftwerken genauso zugestehen, sodass wir dann vielleicht gar nicht mehr bei 1100 oder 1200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Strom sind, sondern wenn man das alles mit einberechnet, vielleicht nur noch bei, also nur in Anführungszeichen bei, weiß ich nicht, 900 oder 1000 oder so, dann ist dieser Abstand zum Erdgas ja noch geringer. So, und damit sind wir eigentlich bei dem Thema, was es für viele schwierig macht, nachzuvollziehen, nämlich vor allem für die, die nicht in diesen Braunkohletagebauen-Gebieten wohnen und aufgewachsen sind und diese politischen Umbrüche der letzten Jahre mitbekommen haben. Denn dort haben strukturelle, massive Veränderungen stattgefunden. Und ich kann es zum Teil nachvollziehen, wenn die Leute sagen, pass auf, wir haben ja eigentlich grundsätzlich gar kein Problem. Wir sind ja eigentlich so bergbaugeil. Ja? Also wir kriegen ja nicht irgendwie rote Ohren, wenn wir da in den Braunkohletagebau einfahren und da irgendwie die Erde wegbaggern und die Dörfer wegbaggern. Aber wir brauchen eine Perspektive. Wir wollen hier leben bleiben. Wir brauchen hier Arbeitskräfte. Wir brauchen Ausbildungsplätze. Wir brauchen Schülerpraktikaplätze und so weiter und so fort. Und das alles muss ja auch erstmal geschaffen werden. Und ja, ich weiß, es fließen Milliarden in diese Gebiete. Das ist gut und richtig so. Aber Geld alleine ist es nicht. Die Strukturen müssen erstmal da sein, die müssen entstanden sein, damit die Leute Vertrauen haben und eben nicht eventuell ihr Kreuz bei irgendwelchen komischen Parteien machen, die man definitiv nicht wählen sollte, sondern hier muss Vertrauen geschafft werden und das kostet Zeit. Und ich glaube, das ist einer der Faktoren, der bei dieser Kohlekommission eine ganz große Rolle gespielt hat, nämlich zu sagen, das kommt alles, aber es braucht Zeit. Diese Strukturen müssen wachsen, diese Strukturen müssen da sein, sie müssen verlässlich sein. Und vielleicht beachten wir das zu selten, wenn wir darüber sprechen, aber da vielleicht gar nicht groß geworden sind. Ich bin ja selber da auch nicht groß geworden. Ich bin in Berlin groß geworden. Ich habe relativ viel von diesem Umbruch mitbekommen, aber ich wohne, wie gesagt, nicht da. Und musste mich mit diesem Strukturwandel nicht direkt auseinandersetzen. Ich war zu der Zeit Student, als es zur Wende in Deutschland kam. Aber ich glaube, dass wir anerkennen müssen, dass die Menschen dort ein Anrecht darauf haben, dass die Strukturen erstmal entstehen und dass alles das, was von Seiten der Politik zugesagt, versprochen und in Aussicht gestellt wird, tatsächlich wächst, entsteht. Und es muss noch nicht in Gänze da sein, aber da ist. Und das Tesla-Werk in Grünheide ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass, wenn man mutig und schnell ist, solche Dinge auch entstehen können und die Leute, ob sie jetzt Elektroautos gut oder nicht gut finden, aber vielleicht dort ihre Arbeitsplätze finden und Vertrauen haben in die Zukunft und auch gerne dort bleiben, wo sie groß geworden sind. Wenn wir das jetzt also alles zusammenfassen,
dann merkt ihr hoffentlich, worauf ich hinaus möchte. Ich will in diesem Video auf gar keinen Fall sagen, hey, Daumen hoch für die deutsche Braunkohle. Das ist ja so dieses Stereotype, das ist billig und das ist, kommt aus der Region und das ist gut. Das ist es, das, darauf geht's, darauf kommt es mir nicht an. Sondern mir kommt es darauf an zu sagen, wenn wir darüber streiten und darüber diskutieren, wann und wie schnell wir aus der Braunkohleverstromung aussteigen, dann müssen wir immer beide Seiten sehen. Natürlich auf der einen Seite die massiven negativen Auswirkungen, die der Braunkohletagebau und die Braunkohleverstromung mit sich bringt. Aber bitte schön auf der anderen Seite auch die positiven Aspekte sehen und eben erkennen, dass der Umstieg auf Gas zum Beispiel auf gar keinen Fall wahrscheinlich diese super positiven klimatischen Auswirkungen hat, von denen viele sprechen. Dass wir die politischen Auswirkungen unbedingt im Blick haben müssen und dass wir auch gesellschaftlich hingehen müssen und sagen müssen, wir wollen nicht immer wieder, beziehungsweise wir wollen die Leute ja mitnehmen, wir wollen sie ja dafür begeistern, wir wollen ja, dass die Menschen Vertrauen haben in diesen nächsten Umbruch, denn diese Energiewende ist ein massiver Umbruch, wahrscheinlich ein viel größerer Umbruch, als wir alle uns das irgendwie zugestehen wollen und uns auch vorstellen können. Dass die Menschen also Lust darauf haben, dass sie mitgehen und dass sie Mut haben und sagen, nur das ist okay, mach das Braunkohlekraftwerk zu, ich habe kein Problem, ich habe hier 5 Arbeitsplatzangebote in der Solar-, Windkraftindustrie, keine Ahnung, Tourismus, Medizin, Bahnbau, alles, was dort entstehen soll, Batteriezellproduktion, was auch immer. Ich habe jetzt Bock auf was Neues, ist kein Problem, mach das Braunkohle-Ding dazu. Und das muss entstehen und das müssen wir, diese beiden Dinge, die müssen wir einfach betrachten, wenn wir darüber diskutieren, ob, wann und wie schnell wir aus der Braunkohle aussteigen. Und das war der Sinn und der Zweck dieses Videos. Ihr dürft jetzt natürlich gerne auf mich einwäschen, ihr dürft jetzt gerne auf mir rumpoltern und sagen, du hast ein Pro-Kohle-Video gemacht, wie kannst du nur, und das ist alles ganz schrecklich. Das ist okay, haut eure Kommentare raus, das ist überhaupt gar kein Problem, dafür machen wir dieses Video, ja. Aber bitte beachtet oder vielleicht guckt ihr euch das Video auch noch ein zweites Mal an, wenn ihr das Sitzfleisch dafür habt oder wenn ihr meine Stimme so lange ertragen könnt. Und denkt nochmal drüber nach. Jede Medaille hat immer 2 Seiten, die man immer betrachten sollte. Das ist einfach so. So, in dem Sinne, ich mache jetzt kein Betteln und Flehen um Abos, Daumen nach oben und Glocke klicken, weil ich glaube, dieses Thema ist viel zu ernst, als das jetzt hier ran. Entschuldigung, ist das jetzt hier ranzuhängen. Ich danke euch, dass ihr das Video bis hierher durchgeguckt habt. Ihr habt eine Menge Sitzfleisch gebraucht. Das ist relativ lang geworden. Das war mir von vornherein klar. Eigentlich hätte es auch noch länger, wahrscheinlich noch länger hätte werden können und müssen. Aber ihr merkt es schon, ich habe mich irgendwie beeilt und bin durch meine Notizen hier durchgaloppiert. Jetzt bin ich, wie gesagt, sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen dazu. Und bin einfach an der Stelle mal raus. Bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss.